Danke sehr. Ja, so wird's gemacht. So kann man die Friedensbewegung 1.0 mit der Friedensbewegung 2.0 hervorragend zusammenbringen. Bin ich schwer dafür. So, jetzt haben wir noch mal kurz informellen Hinweis von den drei Herrschaften hier. Wir nehmen als ersten Raschen. Da geht es um die Sternmärsche und sie stellen die Veranstaltung dann jeweils selber vor. Sind gute Veranstaltungen, nehmt dran teil, wenn ihr Zeit habt und hört selbst. Hallöchen! Also hier rumstehen wir, die Pinguine, war uns so langweilig, da haben wir angefangen ein bisschen zu flanieren und diskutieren und die Leute einzufangen. Der nächste Sternlauf findet nächste Woche Montag vom Halleschen Tor aus statt. Ab 16.30 Uhr treffen wir uns auf dem Mehringplatz, wandern von dort aus via SPD-Zentrale, via Finanzministerium, via Axel Springer-Haus und vorbei am Auswärtigen Amt zum Alexanderplatz. Wir hoffen auf rege Beteiligung und das war von mir aus schon. Ja, hervorragend. Das ist die Kunst, sich knapp zu halten. Ich hoffe, ihr habt den Info. Finde ich super, erscheint zahlreich, ist in der Tat immer schön. Zusammen feiert sich's besser und zusammen kann man besser in dieser Zukunft bauen. Als nächstes unser altbekannter Hermann möchte auch nochmal auf eine wichtige Veranstaltung hinweisen. Bitte sehr. Ja, danke. Hallo. Folgendes. Am 19. Juli kommen aus allen deutschen Städten Abordnungen hier nach Berlin. Das ist quasi wie eine Nationalversammlung. Von daher habe ich heute Nacht spontan, schon mit Bedacht, alle Mahnwachen gebeten, heute und nächsten Montag sich die entscheidenden Fragen, die sich uns stellen, wie wir unsere Zukunft praktisch auch gestalten wollen, nachhaltig, sodass es auch unseren Enkelkindern weiter gut geht und die auch in Frieden leben können, diese Fragen praktisch Mandatsträgern, also Leuten, einzelnen Leuten zu übergeben, um wirklich die erste Nationalversammlung seit 1848 auf deutschem Boden wieder zustande zu bringen. Von daher meine Bitte, alle, die nicht aus Berlin sind, die heute hier sind, in ihren Orten, diese Fragen zu diskutieren und dann am 19. mit nach Berlin zu bringen. Alles Weitere findet ihr zentral auf den Mahnwachenseiten, auch der Ort, wo das stattfindet. Dankeschön, halte ich auch für eine sehr gute Idee. Danke, ich liebe euch. Wir dich auch, wir dich auch. So, jetzt kommt noch der Harry, den ihr schon von letzter Woche kennt, denke ich mir. Und da geht es nochmal ums Tempelhofer Feld. Finde ich auch sehr spannend, bitte sehr. Danke. Ja, hallo erstmal. Ja, hallo. Ja, wir haben uns am Samstag getroffen auf dem Tempelhofer Feld und es war erstmal eine kleine Runde, aber es hat schon mal begonnen sozusagen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr am Samstag ebenfalls zu uns zustoßen würdet. Diesmal nicht ab 6, sondern ab 14 Uhr. Und zwar vom Eingang Tempelhofer Damm, das ist also vom U- und S-Bahnhof. Wenn er jetzt dann am Eingang steht, dann sieht man drei rote Gebäude, aber das ist dann das Rot, hinter dem rot-weißen Gebäude auf der linken Seite. Also das ist mitten fast auf dem Feld und das ist ein Container. Und daneben, da haben wir dann halt schon unser Picknick gehalten und uns auch ausgetauscht und schon ein bisschen was auch vorbereitet. Leitfaden. Ja, genau. Ich spring dir mal bei, weil du auch sehr nervös bist, genau wie ich. Genau, ihr wisst ja noch, dass unser lieber Harry einer ist, der nicht im Netz unterwegs ist. Also, falls ihr die Veranstaltung mögt, bitte schreibt sie in eure Interessengruppen etc. ein bisschen mit rein. Und ich lese nochmal gerade vor, worum es da ging. Also für dieses Friedenspicknick, was am Samstag ab 16 Uhr auf dem 14 Uhr auf dem Tempelhofer Feld stattfindet, hat er 7 sehr lustige Punkte, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar findet Harry und seine Gruppe erstens, verhalte dich möglichst wie ein Indianer. Das heißt, solltest du den Ort verlassen, an dem du verweilt hast, dann hinterlasse bitte keine Spuren.
wir alle. Das heißt natürlich aufräumen, hat der Peter. Zweitens, bitte lass möglichst dein Handy zu Hause oder schalt es einfach nur aus. Es würde dich nur unnötig ablenken, auch ein guter Punkt. Weil wir können ja zusammen reden, wenn wir da alle picknicken zu 5000. Drittens, aber falls eine Gruppe von den Mainstream-Medien auftaucht, filme bitte das gesamte Team, sodass deren Darstellung möglichst schnell und einfach widerlegt werden könnte, falls es erforderlich sein sollte. Auch sehr schlau, immer schön Material sammeln, dann können wir auch mal zurückrecken. So, viertens, der Ton macht die Musik. Also das geht an uns alle selber. Tipp, gewaltfreie Kommunikation. Ich denke, ist eigentlich klar. Wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Man kann über alles reden, wenn man locker bleibt. Fünftens, falls du etwas zu essen oder zu trinken mitbringst, koche zum Beispiel nur eines deiner Lieblingsgerichte, aber davon mehr, als du selber essen kannst, sodass geteilt werden kann. In guter Gesellschaft macht das Essen viel mehr Spaß. Logisch. Sechstens, wer nichts... Ah nee, der ist so gut, den müssen wir da kurz... Das ist mein Lieblingsspruch. Sechstens, wer nichts zu lachen hat, wird ausgekitzelt. Ich hab genug zu lachen. Siebtens, Änderungs- oder Erweiterungsvorschläge sind gerne erwünscht. Also ich glaube, Harry ist voll in der Zukunft unterwegs und hat dieses ganze Schwarm-Dingsbums und Dezentralismus hervorragend verstanden. Ich sage das nicht bei allen Aktionen, aber das ist wirklich eine super Sache, damit das nicht untergeht, weil er eben konsequent nicht im Netz ist. Wie sagt nochmal die Bitte? Samstag, 14 Uhr, Tempelhofer Feld, Friedenspicknick, so viel wie möglich, also Masse wäre klasse. Und bitte postet es über eure Accounts und eure sozialen Netzwerke gerne auch mal ins Netz, dann werden wir eine gute Einschaltquote haben. Danke dir, hervorragende Sache. Nein, Sie kommen hier nicht am Mikro, Sie haben Urlaub. Noch genauer, wo ist dann vorne bei unserem großen, grün gekleideten Harry zu erfragen, weil die Details mit den einzelnen Häusern weiß er besser. Kommt ruhig vor, vernetzt euch und sprecht miteinander. Ist ein sehr charmanter, netter Kerl, der sagt euch das dann nochmal. Abseits der Bühne ist er auch viel ruhiger beim Reden und dann sagt er euch, wo bei den Häusern das dann genau zu finden ist. Viel Spaß, kommt bitte zahlreich. Ich habe auch nur noch eine kleine Ankündigung, die mir eingefallen ist. Da uns ja jetzt hier am Potsdamer Platz oder am Brandenburger Tor der Sternmarsch leider wegfällt und ich das eine äußerst gute und schöne und beeindruckende Sache fand, suchen wir natürlich gleich wieder neue Leute, die Bock haben, eine Organisation zu machen bzw. die Demo hierher zu organisieren. Sollte sich keiner finden, muss ich in 2-3 Wochen anfangen, die Sternmärsche hierher zu machen und das werde ich auch machen. Oh, nicht der schon wieder, nicht dieser neu schlaue L.M. aus B. schon wieder. Nein, aber er hat natürlich recht. Ein Sternmarsch hat ja eigentlich so vom Gedanken her und unsere linken Kumpels haben es ja in der Vergangenheit oft bewiesen, indem sie wirklich große auch erreicht hatten. Ein Sternmarsch hat ja mehrere Arme. Ne? Denkt drüber nach, macht mit. Ein Arm wird ja schon herrlich versorgt von Journée Berlin und Co. Und wir könnten also auch noch 4 weitere Arme vertragen. Es ist immer schlau, die Großveranstaltung in Berlin, wie zum Beispiel dieses Vehikel hier, über genau solche Arme und Laufdemos zu verknüpfen, weil sie ja alle zusammenarbeiten. Es geht niemals darum, wenn eine andere Veranstaltung auftritt, gegeneinander, sondern es ist immer eine Verdoppelung, eine Vergrößerung, eine Erweiterung der Vehikel. Wem das hier nicht gefällt, kein Problem. Der geht dann eben zur Mittwochsmahnwache 18 bis 21 Uhr am Brunnen der Völkerfreundschaft am Alexanderplatz oder Freitag an demselben Platz 16 bis 20 Uhr bei der Weltzeituhr oder Samstag, wann, Dete? 16 bis 21 Uhr und so weiter und so fort. Informiert euch über die verschiedenen Veranstaltungen. Ihr seht schon, wir werden immer größer, immer mehr. Und das kann nicht schaden, es gibt genug zu tun. Genau. Dankeschön soweit. So, jetzt haben wir einen sehr charmanten